Kapitel 2 Abenteuer in einer anderen Welt. Es begann alles an einem sonnigen Mittag. Es war alles genau wie heute. Ich wachte auf der Silberdörfer Kreuzung auf, dort jedoch ohne meine Erinnerungen. Und am selben Punkt traf ich auch den Lord Ecke meiner Welt. Ich versuchte ihm die Lage zu erklären, und er glaubte mir glücklicherweise. Nachdem ich am selben Nachmittag Flonk und Bisasam kennenlernte, lernte ich, was es mit der Verdunklung der Welt auf sich hatte. Ich erfuhr von Nick Crossmar, dem Wissenschaftler, der sich dem Wahnsinn hingegeben hatte und nun das Licht der Welt verschwinden ließ. Und von der Latias meiner Welt, die ihn bekämpfte und mich anscheinend überhaupt in diese Welt gebracht hatte. Eine längere, unfreiwillige Tour später traf ich sie zum ersten Mal persönlich. Gerade als ich auch meine Erinnerungen an Silberdorf und meine damaligen Reisen mit Lord Ecke wiederfand. Sie überredete mich jedoch, sie geheim zu halten. Anschließend mussten wir feststellen, dass Nick Crossmar sowohl Floink als auch Bisasam entführt hatte und nun verlangte, dass ich zu einer Mondbasis kam. Lord Ecke wollte sofort aufbrechen. Latias wollte es verhindern. Aber ich stellte mich auf Lord Eckes Seite. Also reisten wir zu zweit. Wir reisten zu einer geheimen Höhle, von welcher aus wir zum Mond gelangen würden. Aber dort wartete die andere Latias bereits auf uns. Ich bemerkte, wie die Latias dieser Welt neben mir relativ unruhig wirkte. Damals war sie noch ein ganz anderes Pokémon. Sie wollte uns von unserer Reise zum Mond abhalten, um zu verhindern, dass sich Nick Crossmar in die Hände fiele. Und sie zeigte offen ihren Zorn gegenüber Lord Ecke. Letztlich mussten wir also kämpfen. Tatsächlich konnten wir den Kampf am Ende gewinnen, aber nur dank einer seltsamen Macht in meinem Inneren. Eine Macht, die wir uns ehrlich gesagt Jahrzehnte später immer noch nicht erklären konnten. Bis zum heutigen Tag nicht. So oder so erreichten wir den Mond dank Cresselia, die in der Höhle lebte, und erreichten so bald Nick Crossmars Mondbasis. Auf dem Weg dorthin merkte ich, dass Lord Ecke mir etwas sagen wollte, es aber allerdings nicht über sich brachte. In der Basis selber dauerte es nicht lang, bis wir Floink und Bisasam fanden. Sie wirkten allerdings verunsichert, mit gutem Grund. Nick Crossmar hatte uns nämlich offensichtlich erwartet und blockierte mit seinem Schergen den Ausweg. Und er war gut genug vorbereitet, damit ein Kampf für uns keine gute Idee gewesen wäre. Er begann sehr freundlich daherzureden und uns zu versichern, dass er uns nichts Schlimmes wollte. Ich denke nicht, dass es überraschend ist, dass wir ihm nicht glaubten. Aber bevor wir einen Kampf beginnen mussten, den wir nicht gewinnen könnten, kam Latias zur Rettung und traf mit einem Überraschungsangriff kritisch. Nick Crossmar musste fliehen. Wir konnten Floink und Bisasam befreien und schlossen uns, wenn auch eher zum Zweck, wieder mit Latias zusammen. Zurück in unserer Heimat machte Floink sich schnell auf, der anscheinend etwas Wichtiges vergessen hatte, und Bisasam folgte ihm. Aber wir anderen machten uns auf zum Zwielichtforst, in dem Nick Crossmar sein Labor hatte und somit seinen Rückzugsort. Nun, wo er geschwächt war, wollten wir den Krieg beenden. So reisten wir einige Tage, bis wir ankamen und Nick Crossmar wieder trafen. Unser Antreffen schien den Zwielichtkönig zu überraschen, allerdings nicht im Negativen. Wir waren in eine Falle geraten, die er nicht einmal gestellt hatte. An diesem Ort konnte er sich in seine mächtigere Form Ultra Nick Crossmar verwandeln. Und diesen Feind zu besiegen, wäre auch zu dritt eine gar unmachbare Herausforderung. Doch wir machten das Unmögliche möglich, erneut durch diese geheimnisvolle Macht. Wir konnten Nick Crossmar tatsächlich besiegen und ich durfte feststellen, dass ich all die Zeit auf der falschen Seite gestanden hatte. Latias war eigentlich diejenige, die das Licht der Welt vernichtete. Wieder bemerkte ich die sichtliche Unsicherheit der Latias neben mir. Warte noch etwas ab, Latias, dann wirst du sehen, es ist nicht so schlimm, wie es scheint. Wirklich ruhiger wirkte sie allerdings nicht. Mir war klar, dass, wenn sie irgendwie so war wie die Latias meiner Welt, dass sie sich sehr schuldig fühlte aufgrund der Dinge, die sie nun hörte. Gleichzeitig offenbarte sich, dass Lord Ecke schon von Anfang an wusste und auf all dies eingegangen war. Aber jetzt in den letzten Minuten entschied er sich wahrlich für das Richtige und stellte sich gegen Latias. Mit der neuen Macht, die sie aus Nick Crossmars Apparaturen gewonnen hatte, war sie allerdings viel mächtiger als noch Ultra Nick Crossmar. Nick Crossmar selber handelte und brachte uns in Sicherheit. Als ich schließlich in einer Höhle erwachte, sorgten wir dafür, dass es keine Geheimnisse mehr gab. Lord Ecke erfuhr, dass ich derselbe Günther aus seiner Vergangenheit war
Ich erfuhr seine Motive, sich Latias anzuschließen. Und Nick Schossmer zeigte, dass er kein Feind war. Doch er wusste, dass ich ihm niemals geglaubt hätte. Aber in Silberdorf gab es noch jemanden, der Bescheid wusste. Und so begaben wir uns dorthin. Unter der Präsenz von Nick Schossmers nun schwebenden Labor, welches nun Latias Schloss war. In Silberdorf trafen wir Floink und Bisasam wieder. Floink war relativ niedergeschlagen und wir wussten, dass es nicht besser werden würde, wenn Bisasam ihm offenbarte, dass die ganze Entführung durch ihn gestellt war. Bisasam arbeitete nämlich schon lange mit Nick Schossmer zusammen. Als es nun wirklich keine Geheimnisse mehr gab, machten wir einen Plan. Um Latias Finsternis zu vernichten, bräuchte der Auserwählte das reine Element. Und dafür müssten wir seine drei Splitter sammeln. Den ersten bekam ich nach einer Weile, mit dem großen Handicap jedoch, dass ich anschließend zu lange nicht mehr einsatzbereit war, weshalb Lord Ecke aufbrach, um den zweiten Splitter zu erhalten. Und er schaffte es auch. Und fand dabei etwas Elementares heraus. Allerdings gab es jemanden, der nicht wollte, dass Lord Ecke dieses Wissen teilte, und er wurde auf dem Rückweg angegriffen. Dies erfuhren wir erst eine Weile später auf der Suche nach ihm, als wir letztlich den Splitter fanden, den er zurückgelassen hatte. Also mussten wir uns ohne ihn zum letzten Splitter aufmachen. Und dort war die Prüfung tatsächlich, dass ich gegen ihn kämpfen musste, der von Schatten besessen war und in diese Welt gesperrt wurde. Mit Hilfe der Kraft der ersten beiden Splitter vertrieb ich die Schatten und wir beide kamen mit dem dritten Splitter zurück, als Lord Ecke uns die Wahrheit offenbarte. Latias war nicht mehr als eine Gefangene in ihrer eigenen Seele. Die Kontrolle hatte die Essenz der Dunkelheit, die dunkle Macht. Dunkle Materie, andere Geschichte. So oder so, wir machten uns auf zur finalen Schlacht gegen die Essenz, welche sehr zu unseren Gunsten verlief. Aber in einem unachtsamen Moment übernahm die dunkle Materie die Kontrolle über mich und somit das reine Element. Die einzige Rettung war meine Realisierung, dass ich gar nicht der Auserwählte des reinen Element gewesen war, sondern Lord Ecke. Und als ich es schaffte, die Essenz für 5 Sekunden zurückzuhalten und Lord Ecke die Essenz zu geben, endete die Schlacht. Auch wenn ich selber dafür gehen musste. Lord Ecke versuchte noch einmal, mich zurückzuholen, scheiterte jedoch durch ein Pokémon namens Darkrai. Und letztlich zeigte die dunkle Materie, dass sie lebte, und übernahm Lord Ecke. Kurz atmete ich durch. Das war das erste von 4 Abenteuern. Die anderen 4 habe ich jedoch großteils weniger miterlebt und sie sind sehr lang, deshalb werde ich sie verkürzen. Die zweite Reise spielte in der Apokalypse mit Floink als Helden. Das Ziel war es, mich durch die Splitter meiner Seele zurückzuholen. Auf der Suche fanden alle einen Teil ihrer Vergangenheit und Latios wurde Teil der Gruppe. Als ich zurückkehrte, verriet Nick Schossmer uns jedoch und tötete Bisasam. Und offenbarte, dass die dunkle Macht nun ein eigenes reines Element besaß. Wir hatten nur noch eine Option zum Sieg. Eine eigene dunkle Macht erschaffen. Dazu reisten wir in eine Parallelwelt, die dunkle Welt, um 3 Splitter zu sammeln. Und mit wir meine ich Floink, der aufgrund eines radikalen Missverständnisses dachte, wir würden ihn verraten. Und aufgrund seiner Flucht dachten wir dasselbe über ihn. Erst als er bereits alle Prüfungen, eine gehalten von Darkrai, bestanden hatte, verstanden wir. Als die dunkle Macht jedoch unseren Rückweg verhinderte und uns von Floink trennte, reiste er alleine zu einem heiligen Berg, an welchem er seine verlorene Vergangenheit wiederfand. Als zweite Hälfte der dunklen Macht. Dieses Mal wirklich Macht und nicht Materie. Und mit dieser Macht freigesetzt, schlug er Nick Schossmer nieder. Und gemeinsam verbanden wir die dunkle Macht. Wobei jedoch auch er gehen musste als ihre zweite Hälfte. Allerdings war bei der Wiederherstellung meiner Seele etwas schiefgelaufen, was die Essenz des Hasses in mir erweckt hatte. Und nun, wo reines Element und dunkle Macht fort waren, befreit hatte. Und unsere Welt fiel unter ihrer endlosen Macht. Über die dritte Reise kann ich leider beinahe gar nichts erzählen. Bulby und Shinnok sammelten in ihrer alten Heimatwelt ein Team aus sich selbst, Seemobs, Chillast und Eevee, um zusammen mit Darkrai, der sich als Ich ausgab, in die zerstörte Welt zu reisen. Und dabei offenbaren, dass Shinnok aus Nick Schossmers gefallener Seele geboren war. Gemeinsam stürzten sie alle die Essenz des Hasses, die Determination, die allerdings im letzten Atemzug, in dem sie und ich verschwanden, Floink zurückholte, der nach seinem Ableben wahnsinnig geworden war und nun den Schlaf der Welt ewig währen lassen wollte. Aber mit viel Aufopferung, unter anderem vom Rest Nick Schossmers, schlug Shinnok ihn, auch wenn er selber beinahe sein Leben verlor. Meine Freunde waren außer mir alle vereint und hatten nun 5 neue Freunde,
die sich entschieden, in der Wurzelwelt zu verbleiben. Die nächste Reise ist die letzte, zu der ich etwas weiß. Dalkrai versuchte, mich zurück aus dem Ort zwischen den Welten zu holen, scheiterte allerdings teilweise. Ich verlor alle Erinnerungen und mein Aussehen, so dass er selbst mich nicht erkannte. Allerdings auch kein anderer, auch ich selber nicht. Herausfinden taten wir es am Ende durch die Determination, die stark geschwächt immer noch in mir lebte. Auf einer gemeinsamen Reise fanden wir durch ein altes Lied meine Erinnerungen wieder, bevor wir in einen anderen Weltenbaum reisten. Dalkrai hatte sich eine riesige Armee gebaut und die Welt der Menschen angegriffen. Im Verlauf eines langen Krieges trafen wir viele alte Bekannte aus meiner Zeit als Mensch wieder und schlugen viele von Dalkrais Generälen, um Embleme zu sammeln. Doch auf der Reise verloren wir Chelast, der im Kampf gegen einen wiederkehrenden Feind in seinem Leben, im Kampf gegen Groudon, starb. Ivy, die zu diesem Zeitpunkt schon lange eine ernste Beziehung mit ihm führte, verkraftete es weniger gut. Sie wurde nie wieder dieselbe, aber sie wurde stärker. Bis zu dem Punkt, an dem sie sich im letzten Kampf gegen Groudon tatsächlich entwickelte und Chelast rächte. Dalkrai selber nutzte das reine Element und wir konnten ihn nur schlagen, als ich und die Determination Frieden schlossen und wahrlich eins wurden. Aber wir mussten feststellen, dass Dalkrai gar nicht der Anführer der Armee gewesen war, sondern Floink, der nach seiner Niederlage in der gefallenen Welt dort endete. Und dieses Mal war er mit der wahren dunklen Macht, einem Emblem, welches die dunkle Materie erschaffen hatte, vereint, um als dunkler Magier unser stärkster Feind aller Zeiten zu werden. Aber Shinnok war wieder siegreich gegen ihn, nachdem er wohl von uns allen am meisten im Krieg durchmachen musste. Und der Krieg war zu Ende. Ich entschied mich, in meine alte Heimat zurückzukehren. Es musste noch eine fünfte Reise geschehen sein, die ich jedoch in keiner Form mitbekam. Ich wurde von der irgendwie wiedergekehrten dunklen Materie in die dunkle Welt gelockt und übernommen, damit der bereits in der Menschenwelt wiedergekehrte Necrozma das stärkste Wesen des Weltenbaumes wiederbeleben konnte. Den dunklen Gott. Das Letzte, an was ich mich erinnere, ist, dass ich ihn in meiner eigenen Seele bekämpfte, aber keine Chance hatte. Anschließend landete ich hier. Einen Moment lang schienen alle erst verarbeiten zu müssen, was ich gerade alles erzählt hatte. Alle außer meinem anderen Ich. Das heißt, dass in deiner Welt vermutlich gerade dieses übermächtige Wesen, der dunkle Gott, in deinem Körper Unheil anrichtet, während er dich in diese Welt verbannt hat. Wenn das stimmt, dann musst du so schnell wie möglich zurück. Du musst ihn besiegen. Also, jetzt wo wir die Geschichten gehört haben, wer von euch ist bereit, Licht zu helfen? Ich bin auf jeden Fall dabei. Beinahe alle in der Runde stimmten ebenfalls zu, bei der Suche zu helfen. Alle außer Lord Ecker. Dann danke ich euch allen. Dann sollten wir morgen anfangen. Ich verspreche euch, euer Vertrauen wird nicht falsch gesetzt sein.